Und dann ziehen wir die Sache jetzt durch hier. Ohne Wenn und Aber. Das Einzige, was jetzt noch dazwischen kann, kommen kann, ist, dass wir keine Gruppe nachher finden. Wovon ich sehr stark ausgehe. Also er hat starke Armschmerzen, also da, wo er geimpft wurde. Vorhin, also direkt danach, hat er so leicht Schwindel und Kopfweh gehabt. Jetzt ist er einfach nur noch müde. Jetzt ist er müde und kaputt. Aber ansonsten hat er, glaube ich, bisher gar keine Nebenwirkung. Oder er sagt es mir nicht, aber eigentlich hat er bisher so keine. Ein bisschen aufgedreht zwischendurch, aber das hat er auch so an sich mal. Ich glaube, das kommt nicht unbedingt daher. Aber sonst geht es ihm, glaube ich, soweit ganz gut. Wie gesagt, halt jetzt nur müde. Und ja. Jetzt ist er auch froh, dass er schlafen kann. Danke. Warum hast du das getan? Hat das vielleicht etwas mit der Sache zu tun, von der du uns an dem Baum erzählt hast? Defekt? Negativ. Wiederholte Systemfunktionsanalysen konnten keinerlei Defekte erkennen. Die Ursache für den Fehler ist weiterhin unbekannt. Aber während meiner Arbeitsregion von Kalkulationen bin ich auf ein Problem gestoßen, für das ich kein mathematisches Ergebnis ermitteln konnte. Wenn wir unser Ziel erreichen und die mächtigsten Wesen des Universums geworden sind, welche strategischen Ziele bleiben dann noch?
unser Streben nach Stärke war konsequent. Das sicherte unser Überleben als Spezies. So erheben wir uns über alle anderen Spezies und wir zweifeln nie an unserer Strategie. Was geschieht aber, wenn wir unser Ziel erreicht haben? Wenn unsere Spezies keinen Existenzzweck mehr hat, war unsere Strategie dann wirklich sinnvoll? Sind wir dann nichts weiter als eine Plage, die einen Stern nach dem anderen zerstört hat? Und das nur aufgrund einer fehlerhaften strategischen Evaluation? Das ist diese mathematische Gleichung, für die du kein Ergebnis ermitteln konntest? Der Grund dafür, dass du nicht mehr funktionieren kannst? Die Omikronen werden diesen Stern nicht mehr verlassen. Wir werden ewig auf einen Angriffsbefehl warten, der niemals gesendet werden wird. Wenn unsere Energie verbraucht ist, werden wir uns vollständig deaktivieren. Dann werden wir aufhören zu existieren. Die einzige Strategie, die uns geblieben ist, ist keine Strategie zu verfolgen. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, ob dein Volk Gutes oder Böses getan hat. Aber niemand zwingt euch, egal welche Gestalt ihr auch haben mögt, hier eures Schicksals zu harren. Es liegt in eurer Hand, eure Ziele neu zu definieren, die Omikron in eine neue Zukunft zu führen. Negativ. Das ist nicht möglich. Ursprünglich hatten wir sehr wahrscheinlich andere Ziele als unsere Weiterentwicklung zur mächtigsten Spezies des Universums. Der Grund, dass diese Ziele aus unseren Gleichungen gelöscht werden, ist vermutlich... Ja, ist recht, Papa. Es geht voran. Ich drück die Daumen, dass du recht schnell reinkommst. Ursprünglichen physischen Einheiten sind verloren. Wir haben sie gegen kybernetische Komponenten getauscht. Nicht einmal ein zerebraler Cortex existiert noch. Es ist nichts von meinem ursprünglichen Selbst übrig. Ich habe die Fähigkeit verloren, Wünsche und Hoffnungen zu formulieren. Ich bin nur eine Maschine, die kalkulierte Befehle entgegennimmt und ausführt. Ha! Oh nein. Ich glaube, ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich die Hoffnungslosigkeit hier durch... Nein! Doch bevor ich sie ausspreche... Ich bin für das, ich morgens habe ich Zeit zu vergeht mit... Mittag bei Oma, oh je. Ja gut, dann hast du echt Zeit. Ja, nein! Tu es nicht! Denk! Du musst mir eine Sache versprechen. Nein! Ja? Nein! Deine du bist mir eigentlich herzlich egal, aber nein! Zukunft eröffnet. Deshalb gib mir dein Wort, dass dies nicht unsere letzte gemeinsame Reise ist. Nein! Nein. Das habe ich heute auch mit meinem Menschen eingeschickt. Ja, sehr gut. Chaos. Ja, das denke ich mir auch gerade. Also. Ich lasse ihn nicht gehen. Nein. Lass mich nicht. Nein! So, Endwalkers hab hier beendet. Wir machen nicht weiter. Nein. Nein, ich weigere mich. Ich will nicht. Nö. Nö. Nein. Nee.
Ich muss ja weitermachen. Wie viele Charaktere wollen sie töten? Endwalker? Ja. Versprochen ist versprochen. Gut, dann hör zu. Als erstes möchte ich noch einmal mit dir nach Ishgard reisen. Als wir das letzte Mal dort waren, hatte ich überhaupt keine Zeit, mich in Ruhe umzusehen. Du musst mir zeigen, welche Orte dir besonders am Herzen liegen. Und dann sind da die zahllosen Abenteuer, von denen du noch nicht erzählt hast. Ich möchte alles hören. Von den Momenten des Glücks, vom Eifer des Gefechts. Stell dieselbe bitte wie Heilung. Oder Venat, jetzt, besser gesagt. Da wir endlich wieder in der gleichen Zeit leben, möchte ich diese spannenden Geschichten nicht aus irgendeinem staubigen Buch lesen, sondern aus erster Hand erfahren. Und dann ist da eine weitere Sache. Ich möchte mit dir noch einmal ein ganz besonderes Abenteuer erleben. Eins, in dem wir neue Lande erkunden, Meere überqueren und auf den ewigen Winden zu neuen Horizonten aufbrechen. Versprich mir das. Dieselbe Bitte hat er schon mal geäußert. Zumindest eine ähnliche. Junge, wie willst du jetzt nach Ishgard kommen? Nein. Wenn du mir eine Frage gestatten würdest. Nein. Weißt du eigentlich, dass du derselbe bist, der du gestern warst? Oder noch vor einem Augenblick? Komm schon. Weil du dich daran erinnerst? Erinnerungen kann man vergessen, ja sogar fälschen. In jedem Fall können sie einen täuschen. Oder vielleicht, weil du immer noch im selben Körper steckst? Naja, die Addons, die noch kommen werden nichts mehr damit zu tun haben. Unsere Geburt an kontinuierlich. Das ist das Ende von der Reihe. Also, denselben Körper es gibt doch Addons, aber nicht noch im Spiegel gegrüßt hat. Mit den Leuten. Und was ist mit der Seele? Zumindest nicht mit dem Kristall, auf nicht mit Halilin. Planeten wurden die Seelen das Ding ist durch. Und doch hat sich keine identisch entwickelt. Also Addons kommen noch, aber mit neuen Geschichten. Ich selbst bin eine Anhäufung von Seelen und Erinnerungen. Eine einzige Melange von Erfahrungen. Es gibt dann ein neues Kapitel, ja. Habe ich mich schon oft aber gefragt, leider nicht mehr mit. Wer bin ich eigentlich? Hey, komm schon. Und dazu auch noch die Musik, ne? Das nicht, aber ich habe eine Sache verstanden. Jeder stellt sich diese Frage und es gibt tatsächlich niemanden, der sie beantworten kann. Deshalb sollten die Wünsche und Hoffnungen von gestern nicht im Widerstreit mit dem liegen, was unser Herz heute begehrt. Sicher, es war nicht immer einfach, aber für mich zählt nur das Heute. Dass ich mit meinen Freunden heute hier sein kann, macht mich so stolz und glücklich, dass ich dafür mein Leben geben würde. Das ist es, was mein Herz wünscht, weiter in die Zukunft voranzuschreiten. Es gibt schließlich noch ein Versprechen, das es einzulösen gilt. Nein, ich kann nicht. Ich habe keine Wünsche, keine Hoffnung. Wünsche und Hoffnung sind keine gültige Strategie. Ja, das dachte ich einst auch. Aber mit ein wenig Zeit und Mut kann jeder von uns in sich blicken und seine Wünsche und Hoffnung in Worte fassen. Lass mich dir von meiner dunkelsten Stunde erzählen, von einer gar irrwitzigen Hoffnung auf einen Morgen für die Bewohner einer Welt, die am Abgrund stand. Von einer Hoffnung, die sich zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen erfüllte. Die Geschichte eines Traumes. Thank you.
Du Dummkopf. Kannst du nicht einmal bis zum Ende bei uns bleiben? Ich glaube, Mira ist da sogar fast. Mira lungert so ein bisschen in der Gegend rum. Ich weiß wohl nicht, wie weit sie ist. Aber sie lungert hier auch in der Gegend rum. Ich weiß nicht, ob sie da schon war. Aber nicht nur sie wird heulen. Nicht nur sie wird heulen. Luna auch. Luna wird auch heulen. Alter. Ich habe jetzt zwar nicht so die Bindung zu Rahan, ne? Ich hatte da nicht so die Bindung zu. Aber, Alter. Ist das Squares scheiß ernst? Wirklich? Ich meine, jetzt du ganz ohne Scheiß? Ey, wenn die jetzt wirklich alle tot sind, ne? Wehe. Wehe. Ich reiße den Arsch auf. Also nein, war ich nicht, aber Alter. Aber das mit dem Heulen, die Motor, das ist eine gute Idee. Das ist echt eine gute Idee. Alter. Ich brauche einen ganz kurzen Moment, ey. Ich will nicht weitermachen. Self-Tagestück, ja. Vor allem, ganz ehrlich, ich bin mit dem Gedanken rangegangen, okay, es stirbt, ein bis zwei Personen sterben. Mit dem Gedanken bin ich rangegangen. Ich habe die Hoffnung immer noch, dass sie nicht tot sind, dass sie wiederkommen. Ob im Patch oder hiernach. Ich habe echt die Hoffnung. Wenn das nicht so ist, dann heule ich. Dann heule ich wirklich. Ich glaube, dann hat es Square wirklich geschafft. Dann hat Square es wirklich geschafft, dass ich heule. Und dann sogar vor Kamera. Gut. Gestern war es schon so weit, wo da eine Szene war. Ich sag sie jetzt nicht, weil nicht alle von euch da waren. Aber... ernsthaft? Sich aufgrund des Spiels einige das Leben nehmen werden, weil die zu sehr drinstecken. Kann sein. Kann sein. Gab's auch schon bei Serien. Aber kann durchaus sein. Ich hoffe es natürlich nicht. Gottes Willen, aber bei Leuten, die das halt wirklich extrem fühlen und die vielleicht wirklich auch so einen Crush auf manche haben, kann ich mir das halt echt vorstellen. Weil so über jedes Addon hinweg. Es ist echt ein starkes Stück. Es ist... Oder ja, stimmt, Boyband-Trennung. Als ich noch zur Schule ging, 7., 8. Klasse, als sich da einige damalige Boygroups getrennt haben. Ich glaube, wir hatten sogar damals einen Todesfall bei uns an der Schule. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall bei uns in der Stadt gab es auf jeden Fall einen. Also das ist echt... Wir machen auch gleich weiter. Ich brauche nur gerade einen kurzen Moment. Ich kann sonst nicht. Ich geht sonst nicht. Aber das Lied im Hintergrund, ne? Aber es hieß ja, dass sie Saga ändert, ja. Aber ganz ehrlich, dass sie so enden muss... Ich meine, gut, okay, wir wissen es doch nicht. Es kann immer noch sein, dass sich im Patch was ändert. Es kann immer noch sein, ne, dass vielleicht auch zwei, drei wiederkommen. Das wissen wir ja nicht. Aber wenn es so wie jetzt wirklich endet, ernsthaft? Also ich weiß tatsächlich nicht, mal gucken, ob das so weiterspielen könnte. Also, zu Ende spielen ja, aber... Alter. Wenn ich eins gelernt habe von Level 4 mit Schwarz verheizt, ja. Das ist ja meine Befürchtung halt gerade, ne?
Es ist halt so meine mega fette Befürchtung, die ich jetzt gerade habe. Weil ich kenne sehr, sehr viele Final Fantasy-Teile. Und ich habe so viele meiner Lieblingscharaktere schon gehen sehen. Ob es Nebencharaktere waren, ob es Hauptcharaktere waren. Und dazu auch noch die Musik. Das klingt schon nach Abschied. Und hallo Blechwalz. Oh, ey. Ich will nicht. Gut, komm. Wir machen weiter. Oh. Wir machen weiter. Was denken sich unsere Freunde eigentlich, wie wir uns fühlen? Wenn ich sie das nächste Mal sehe, werde ich ihnen was erzählen. Du glaubst es so. Und diese Musik bleibt halt auch noch, ne? Für die ganze Zeit da, nur im Glück, musst du noch Arbeit fertig machen. Ah, okay. Ja, ich habe die Liste nicht offen. Ich bin nicht in der Mottansicht mit drin. Sonst hätte ich die Liste... Also manchmal habe ich die Liste auch, wer so lurkt und wer nicht. Aber auf jeden Fall danke schon mal für deinen Lurk. Ich weiß ja nicht, wie lange du schon da bist, aber vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das Konzept von FF14 ist echt super. Durch diese emotionale. Also ganz ehrlich, von allen Addons nimmt mich Endwalker wirklich am meisten mit. Da, wo in Shadowbringers alle gesagt haben, da wirst du hundertprozentig heute. Das habe ich einfach nicht gefühlt. Ich habe Shadowbringers nicht gefühlt. In keinem Moment. Also es gab einen Moment, wo ich gedacht habe, ja, okay, traurig. Ja. Ne? Ist schon spannend. Hatte auch Gänsehaut, aber jetzt nicht so, dass ich tatsächlich gesessen habe, geheult habe. Und es gab jetzt in komplett Endwalker 3 Szenen, wo ich geheult habe. Sogar nach dem Stream. Hier kamen mir meistens nur kurz die Tränen, ich habe dann weitergemacht. Aber nach dem Stream habe ich teilweise echt geheult und hier gesessen und gedacht, nein, ernsthaft? Ey, was macht das Spiel mit mir? Wieso ich schlafe nachher? Ich glaube, wir brauchen nach dem Spiel eine Therapie. Alter. Oh. Du wirst in die Wii holen. Jetzt kommt es zu spät. Jetzt kommt es zu spät, Hybrid. Wie gesagt, den Shadowbringers habe ich halt null geholt. Heavensward. Heavensward hatte ich meine Momente, wo ich echt traurig war. Wie zum Beispiel mit Eisherz. Da hatte ich meine Momente, wo ich auch kurz davor war. Und halt auch wirklich traurig war. Stormblood hat mich halt so gar nicht mitgenommen. Da war ich einfach nur wütend. Da war ich echt einfach nur wütend auf manche Charaktere und dachte einfach so, bitte, bitte darf ich die hauen. Shadowbringers ähnlich. Gab es auch einige Schockmomente, aber jetzt auch nicht so, dass ich da gleich heule. Und Endwalker hat wirklich so angefangen, ging kurz so und dann ging es so. Für mich. Ich miete schon mein Zimmer in der Klapse. Danke, Mappa. Lieb von dir. So, jetzt machen wir aber wirklich weiter. Hey Daria, Alize, lass uns herausfinden, wo der Kristallweg hinführt. Wir müssen einfach weiter. Es gibt kein Zurück mehr. Und wenn wir nicht vorwärts schreiten, verlieren wir alles, was wir lieben. Wir werden es schaffen. Wir müssen es schaffen. Und unser Weg beginnt in der Omikron-Basis. Dieses Lied, ey. Ich brauche es. Ich brauche es auf dem Handy. Das Spiel macht mich echt einfach nur fertig. Das macht mich ohne Scheiß einfach nur fertig. Da. Jetzt hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass sie danach zum Bund kommt, aber nein, abgesägt. Ja. Da hatte ich tatsächlich so die Hoffnung, ey, ne? Mit Eisherz und so, jetzt alles cool, ne? Und dann war ich halt auch mega enttäuscht. Und da war ich tatsächlich richtig traurig bei Eisherz. Also Heavensward war echt auch eins meiner mein Herzstück. Allein schon wegen der Drachen, weil ich liebe Drachen. Das dann halt mit Eisherz und Shiva dann halt, weil Shiva mag ich ja auch. Ich eigentlich nicht nur mögen, ich liebe Shiva. Hab ich einfach nur mitgenommen.
Dieses Portal war bis eben noch deaktiviert, da bin ich mir ganz sicher. Es ist Zeit, den ersten Schritt zu tun. Ach komm. Keiner will den ersten Schritt tun. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Für jeden, der stirbt, einen kurzen. Aber diese Musik, ey. Oder habe ich es aber mit das Glas zu überschwingen zu bringen? Hi. Hier beginnt der Kristallweg. Es wird uns weit nach oben führen. Schritt für Schritt. Immer höher. Ich muss sagen, ich bereue es überhaupt nicht, mit etwa 14 angefangen zu haben. Hier lohnen sich die monatlichen Kosten. Es ist einfach nur mega. Ja. Bin ich auch. Also ich habe viele MMOs, wo ich angefangen habe, aufgehört habe. Wieder angefangen, wieder aufgehört. Aber wie auch jetzt noch. Weil sie kurzzeitig echt cool sind. Dann gibt es eine Flaute, wo ich dann sage, pff, nee, bei FF14, ich habe eigentlich durchgehend mein Abo. Ich glaube, ich hatte nur einen Monat lang nicht. Das halt einfach, weil ich es mir halt privat nicht leisten konnte. Aber ansonsten durchgehend mein Abo gehabt. Jetzt seit April. März, April, glaube ich. Ich glaube, März angefangen, wieder so richtig. Da habe ich, glaube ich, durch Dufte angefangen. Bin ich dann auch bei denen mit in die FG reingegangen und alles. Und ja, dann habe ich im April gesagt, komm, Endwalker kommt her. Versuchen wir es doch mal durchzuspielen. Geklappt. Oh. Ich will nicht. Zu dritt schaffen wir es bestimmt. Ja, zu dritt schaffen wir es bestimmt. Ja. Oh. Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Uns tragen auch der Mut, das Wissen und die Träume unserer Freunde. Und alle sie begleiten dich jetzt. Um den Auftrag durchzuführen, musst du Auftragsführer führen. Ja, okay. Ja, ist okay. Ich darf nicht so dafür nicht wieder die Souvenirpanne kommen. Also, nicht reiten. Oh, jetzt begleitet uns doch noch diese geile Musik. Da geht's weiter. Ich werde jetzt diese kleinen Zwischensequenzen jetzt nicht lesen. Bin ehrlich gesagt, ich hab's geschafft. Ach du Scheiße. Nein. Ja, ihr habt beide was zu sagen, ich weiß. So, ohne FF14 hätten wir uns nicht kennengelernt. Das stimmt. Ja, du, genauso wie Hybrid und Dera, kamen alle durch FF14. Alle durch Raids. Durch FF14 Raids haben wir uns kennengelernt. Also nicht die Raids, sondern, ne, Stream Raids. Ja. Das stimmt. Wenn man so durch FF14 alles kennengelernt hat, ich habe eine riesige Liste. Angefangen mit, ich glaube mit, nee, noch nicht mal mit Dufte. Dufte hatte ich nur auf dem anderen Char. Dem eigentlichen Erstschar. Vom eigentlichen Main. Ja, wo wir jetzt sind. Ja. Ja, wir haben uns alle lieb. Und holen gleich gemeinsam. Alter. Ich hab durchgehend Gänsehaut, ne? Alter, ich heul gleich. Ist das aber eigentlich mal einem aufgefallen? Wir sind spiralförmig hochgegangen, ne? Das ging immer so eine Spirale hoch. Die ganze Zeit. Korrektieren. Leon und ich haben nachts halb 2:09 einen FF14-Stream gesucht. Ja gut, aber gleichzeitig kam auch der Raid mit rein. Also ihr kam gleichzeitig zu einem Raid dann. Weil es war gerade ein Raid da und ich wusste nicht, ob ihr durch den Raid oder ob ihr so reingekommen seid. Weil direkt zu der Sekunde war ein Raid. Ich habe den Stream nämlich vor ein paar Wochen wieder gefunden, weil ich den gerendert hatte. Also bearbeitet hatte. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie ihr reingekommen seid. Ich kann halt nur sagen, dass da ein Raid war. Zwei sogar an dem Abend.
Zu der anderen Person habe ich auch recht guten Kontakt. Deswegen ist auch schwer zu sagen, woher wer kam. Monate später sind wir durchgeknallt in die volle witzige Truppe. Ja. Ja. Oh Gott. Oh, dicke Katze. Ich wollte ihn nicht anklicken. Oh. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Das ist doch... Der Baum. Das ist der Baum von eben, oder? Zone 2 für eine Stadt, aber sie scheint wie ausgestorben. Okay, es ist doch nicht der Baum von eben. Aber hätte sein können. Sieht nämlich genauso verdorrt aus. Okay, kann ich... wir kamen so bei dir rein. Ah, okay. Wie gesagt, an dem Abend war nämlich recht viel los. Im Stream Tablet habe ich schon nachgefragt, wo er ist. Das nächste Mal nicht da war. Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht sind die Bewohner in ihren Häusern. Welche Bewohner? Nein, hier ist niemand mehr. Wir sind da. Meteon. Sind wir am Ende angekommen? Es war schon so, als ich ankam. Weit und breit kein Leben. Ah, oh, Krampf. Ich weiß auch nicht, was diesem Stern widerfahren ist. Gab es eine Invasion? Eine Seuche? Oder ist eine technische Entwicklung außer Kontrolle geraten? Sicher ist nur, dass hier kein Leben mehr gibt. Geht und sucht, wenn ihr wollt, aber ihr werdet mit leeren Händen hierher zurückkehren. Hast du, Albert, hast du. Sind wir diesmal wirklich in einer Sackgasse gelandet? Tja, das könnte ein echter Kopflos werden. Aber wenigstens hält sich Meteon nicht versteckt. Ich weiß, ich habe gesagt, ich sage es nicht mehr, aber es sind nur noch zwei Quests, ne? Das ist die vorletzte Quest. Ich habe versprochen, ich sag's nicht mehr, aber... Ey. Vorletzte. Da. Zuerst sollten wir uns vergewissern, ob Meteon überhaupt die Wahrheit gesagt hat. Sehen wir uns in der Stadt um. Ich habe nur drüber gefallen. Ey, ich habe mich die letzten zwei oder drei Male habe ich mich jetzt zusammengerissen. Seit der 5, glaube ich. 3 und 4 habe ich nicht erwähnt. Ich habe mich zusammengerissen. Zum Glück ist diese Insel nicht allzu groß. Es sollte reichen, wenn wir uns an ein paar Orten ansehen. Umsehen. Ansehen? Whatever. Ich war zu schnell. Ich würde dir so gerne die Fresse aus dem Kreis. Kleines Ass. Hu, hu, hu. Ist da jemand? Das ist das auf dich. Oh, danke. Wie gesagt, ich habe mich extra jetzt zu lieb zusammengerissen, weil ich, ne? Wie gesagt, das. Aber jetzt konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich hab dich übermannt. Zwei Quest-Cliffhanger. Ja. Ey, das wäre mies, wenn es danach die Liste eigentlich noch weitergeht, ne? Das wäre so mies. Oder tatsächlich die zwei Quests und dann wirklich ein Story-Cliffhanger. Alter, ich würde Square Enix so hassen in dem Moment. Ich würde sie echt so hassen, wenn man dann wirklich bis zum nächsten Patch warten müsste. Ey. Ich befürchte es schon fast. Ich befürchte es fast. Irgendwas kommt dann noch. Oh, ich hab so eine Hand. Die es hinter mich gebracht haben. Wenn jemand da ist, antworte doch. Bitte. Ist da jemand? Irgendjemand? Fast genauso traurig wie König der Löwen.
Ich werde noch ein verschleißern Hirn. Lass über, ne? Dahin muss ich. Ui. Sieh mal, eigentlich sollte es uns möglich sein, bis direkt unter den toten Stern zu kommen. Wir müssten nur zu dieser Plattform gelangen, aber der Raum scheint gekrümmt. Ich weiß nicht, wie diese Krümmung überwinden sollten, selbst wenn wir eine Brücke schlagen könnten. Und hast du jemanden gefunden? Da unten haben wir gestartet. Da ist das Schiff. Wir sind tatsächlich in einer Spirale, hier einmal so hoch. Da sind wir durch. Dann ging es da hoch. Dann ging es in der Spirale hier hoch. Irgendwie cool.